Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Frank Wilde mit einem ganz witzigen Thema. Es gibt auch manchmal so Situationen, da kommt man nicht weiter und andere Leute reden einem permanent ein, was geht und was nicht geht. Und dazu muss ich euch die Geschichte erzählen von einer kleinen mexikanischen Krabbe. Das heißt also Mexican Crab und die bewachen sich selbst. Und da haben die Fischer mal erzählt, pass mal auf, wenn du diese Krabbenart gefangen hast, dann machst du die alle in so ein Bastkörbchen rein und die bewachen sich selbst, die passen auf sich selbst auf. Das heißt, immer wenn eine Krabbe versucht, aus diesem Körbchen rauszuklettern, dann kommen die anderen Krabben und ziehen die wieder zurück. Das heißt, die passen auf sich selber auf, die bewachen ihr eigenes Gefängnis. Winzig, ne? Muss keinen Deckel drauf machen. Und so ist es bei uns im Leben manchmal auch. Wir wollen weiterkommen, Karriere, Erfolg und weiterkommen. Und andere, das können Familienmitglieder sein, das können Kollegen sein, das können Mitarbeiter sein, ziehen dich immer wieder zurück, damit du nicht erfolgreich wirst. Also, in Zukunft machst du dein Ding. Denke immer wieder, du bist diese einzige Krabbe, die es jetzt schafft, aus diesem Körbchen abzuhauen und zu entwischen und nach oben zu kommen. Und höre nie wieder auf andere, was andere sagen, was andere meinen, was du kannst oder was du nicht kannst. Mache immer dein Ding. Und dieser Tipp, den musst du dir ganz doll merken. Like a Mexican Crab heißt es. Also, du bist die Krabbe, die abhaut. Vielen Dank, herzlichen Dank, dein Freund Frank. Tschüss.